Und es geht weiter mit Tales of Celia. Wir laufen hier ein bisschen rum, bekämpfen Monster und so, weil uns das Spiel keine andere Möglichkeit gibt. Die Monster tauchen hinter uns schon wieder auf. Also, wenn man Monster besiegt, dann muss man keine Angst haben, dass da keine mehr übrig sind zum Trainieren. Die kommen schon wieder. Oh oh. Nein, das will ich nicht, dass du das machst. Verdammt, du hast es gemacht. Und deswegen bin ich sauer. Cerberus-Schlag. Und kaputt. Boah, diese Windpflanze, die ist gefährlich. Und jetzt. So. Dann haben wir auch die erledigt. Also besonders schwer sind die Feinde noch nicht. Okay, ich spiele aber jetzt in Anführungszeichen nur auf normal. Also die kann man sich auch härter machen, wenn man will. Wenn man halt so Masochist ist und sich verletzt. Okay, dann Abba. Und... komm. Und... kaputt. So. Ich liebe es. Ich liebe diese Combo-Angriffe. Die sind so cool. Oh, und es scheint so, als würden wir gleich unsere Quest absolvieren können. Dahin ist nämlich eine Sackgasse. So, mal kurz checken. Okay, keiner setzt gerade Windlanze ein. Doch, irgendwer setzt es ein. Ich glaube, den habe ich aber gerade unterbrochen. So, Demon Fist. Demon Fist. Und ja. Also ab und zu Artis einsetzen, das macht Spaß. Mila sieht zwar nicht mehr so gut aus, aber die Feinde machen gar nicht so viel Schaden bei ihr gerade. So, Cerberus-Schlag. Aber ich muss vorsichtig sein. Auch wenn ich KP-Gewinn drin habe, also besiegte Feinde geben ja schön wieder KP. Das ist eigentlich eine super Fertigkeit. So. Kaputt. So, und Evan ist wieder aufgestiegen. Super. So mag ich das. Wir müssen immer weiter aufsteigen, damit wir ultra mächtig werden. Ich möchte, dass meine Freunde hier auch KP-Gewinn drin kriegen. Von daher muss ich ein bisschen suchen. Level-Wiederherstellung, TP-Wiederherstellung, kurzer Gewinn, solider Schutz, Angriff, TP-Kombo, schonloser K, TP-Gewinn. Okay. Da muss ich an sich nur hier rein. Und schon ist es drin. Und was ist das? Schallstoß. Ein erschreckend schneller Vorwärtsstoß. Verwandelt sich aufgeladen in das Arte Schallbombardement. Das auch Projektile... warum kann ich eigentlich nie weiterlesen? Warum kann ich nie weiterlesen? Ich will das weiterlesen, verdammt. Nee, Auto will ich auch nicht. Das ist doof. Das ist doof, dass das hier nicht, weitergeht. Es geht einfach nicht weiter. Komisch. Ist das so beabsichtigt? Oder bin ich einfach nur gerade zu blöd, um das weiterzukriegen? Weil keine Tasse bewirkt irgendwas. Das ist traurig. Naja, egal. Gut, das scheint eine super Fähigkeit zu sein. Von daher setzen wir mal rein. Alles klar, dann haben wir erstmal Fertigkeiten, die du reintun musst. TP-Gewinn. Und Artis. Schallstoß ist drin. Alles klar. Alles super, finde ich gut. Also es ist richtig schön gemacht, muss ich sagen. Oh, und jetzt? Those must be the monsters we're supposed to get rid of. Indeed. They certainly don't look like the normal fauna for this area. All right, let's get the job done. Und die stehen da so lässig. Das sind wohl die Monster, hm? Jo. Während dieses Kampfes gibt es eine Anleitung, in der die Steuerung erklärt wird. Die Handlung anzeigen? Ja, klar. Kämpfe im verbundenen Zustand und fülle die Anzeige zur Gänze auf. Wenn du alle 5 Segmente der verbundenen Artis-Anzeige gefüllt hast, wirke eine verbundene Artis, um Grenzüberschreitung zu aktivieren.
Okay. So. Solange Grenzüberschreitung aktiv ist, bleibt deine Angriffszahl, glaube ich, war das, ja, oder dein AZ, unangetastet und Feinde bringen dich nicht ins Taumeln. Außerdem kannst du beliebig viele verbundene Artes wirken. Krass. Das ist natürlich, geil. Also damit kann man leicht übertreiben, glaube ich. Boah, der verteidigt sich. Wie hieß. Schwalmtanz. So, jetzt kriegen wir den. Und kaputt. Oh, fast. Jude hätte fast ein Level abbekommen. Silbererz kriegen wir, okay. Geil. Ich liebe das Spiel mittlerweile. Das ist ja richtig geil. You okay? I can't complain. No better training than an actual battle. You got that right. Let's head back to Alati Sea Haven and make a report. Das machen wir. Dann können wir auch wieder neu ausrüsten und so. Stiefel! Ja! Stiefel! Wer möchte denn ohne Stiefel schon hier rumlaufen? Bitte. Wo sind denn die Stiefel? Kopfschuss, Rüstung, Zubehör? Wo? Ach so. Ah, da habe ich schon einen Umhang. Okay. Mila, dann kriegst du halt Stiefel. So. So, die Liliumkugel. Wo hat sie eigentlich TP-Gewinn drin? KP-Gewinn, meine ich natürlich, brauche ich. Ah, verdammt. Die habe ich dann natürlich bei Alvin falsch gemacht. Ja, TP-Gewinn habe ich reingemacht. Der hat schon KP-Gewinn drin, okay. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Dann braucht es nur noch Mila. Das ist ja ganz wichtig. Dann machen wir das auch. Wow! TP-Gewinn und KP-Gewinn sind schon drin. Flammenring, ein Bereich versenkter Erde. Halte Kreis gedrückt, um ihn zu wirken. Oder lass frühzeitig los, um Gegner mit einer Leuchtbombe wegzufegen. Geil, dann gehen wir schon mal in die Richtung. So, und das war's auch schon. Die müssen wir natürlich jetzt noch aktivieren hier. Oh, und schon kommen wir zur ersten Situation, dass wir keine FP haben. Die müssen wir mit dem nächsten Levelaufstieg hinzuholen. Ja. Naja, kann man nichts machen. TP-Gewinn ist jetzt auch nicht so wichtig. KP-Gewinn sehe ich als deutlich wichtiger an. So, und es gibt keine neuen oder Artis rein zu tun. Von daher, okay. Alle Monster sind weg? Was ist das denn? Warum sind denn alle Monster weg? Irgendwie ahne ich ja Böses. Irgendwie ahne ich Böses. Ach, da hinten sind sie doch. Okay, dann bin ich wieder beruhigt. Solange ich Monster sehe, bin ich beruhigt. Es sei denn, ich bin extrem kacke drauf. Dann ist das nicht so gut. Na komm, ein bisschen trainieren müssen wir noch. Jude muss auf jeden Fall noch aufleveln. Alles klar. Los geht's. Okay, Vorsicht. Und jetzt wieder Angriff. Oh, das war schön. Das war schön. Komm. Und... Ah, verdammt, der verteidigt sich. Naja. Und Cerberus-Schlag. So, dann haben wir auch hier einen Levelaufstieg. Dam-dam. So, gucken wir doch mal, was können wir denn noch so machen? Erdschutz wollte ich ja, auf jeden Fall KP-Update. So, jetzt habe ich Erdschutz drin. Und darauf können wir doch... Stahl, ein plötzlicher Kampflosschub, der einen vorübergehenden Anstieg von P-Angriff bewirkt. Die Schockwelle kann gefallene Gegner hochwirbeln. Cool. Dann gehen wir mal doch da drauf. Und Ausdauer. Erhöht die maximale KP um 5%. So, Fertigkeiten. Habe ich noch genug? Also ich habe genug Fertigkeitspunkte. Bin ich super.
Okay, weiter, weiter, weiter. Dann laufen wir mal zurück und geben unseren Job ab hier. Dass wir so gute Arbeit geleistet haben. Und unterwegs können wir noch hier und da ein paar Monster bekämpfen. Also mir gefällt die Welt sehr, sehr gut. Die Grafik hier ist wirklich wunderschön zu betrachten. So, ich glaube, den da möchte ich bekämpfen. Der nervt mich ein bisschen zu sehr mit seiner Windmagie. Oh, und schon ist er kaputt. Schade, schade, schade. Und Schwalmtarn. Oh, ich liebe es. Und es ist nicht schwer. Also, ich hatte anfangs die Befürchtung gehabt, als ich mir das Kampfsystem hier angeguckt habe, dass das Spiel schwer sei. Es sah auf jeden Fall ziemlich schwer aus am Anfang. Aber ich muss sagen, man kommt sehr gut rein. Ich bin natürlich jetzt ein ziemlich erfahrener Spieler. Aber ich denke, auch totale Anfänger könnten das schaffen. Also ich denke auch, Totalanfänger könnten super mit dieser Steuerung umgehen. Oh, da ist eine Truhe, die will ich haben. Oh Gott, ich liebe die Minimap. Alles klar. Und los, Endsturm. So, wir wollen ja schließlich ins nächste Segment reinkommen. Und verprügelt. Gut. So. Also mir gefällt vor allem, ich mag Spiele mit Anime und so Wechsel, also mit Anime-Sequenzen, da kann man mich ganz gut anlocken. Ich frage mich eigentlich, warum ich früher keine Tales of Spiele gespielt habe. Ich bin ganz zufällig auf Tales of Celia gekommen und ich bin begeistert davon. Also ich bin glücklich, dass ich es gefunden habe. Wow. Okay, jetzt muss ich gucken. Wer will mich angreifen hier alles? Und Cerberus-Schlag. So, und Schwalmtarn. So. Jetzt haben wir auch überhaupt keine KP-Probleme mehr. Also wir regenerieren ja mehr, als wir verlieren. Das ist Wahnsinn. Das macht es ein bisschen einfach, muss ich sagen. Da brauche ich keinen Apfelgummi mehr. Ich bin so schon gut. Oh, da hinten die. Die will ich bekämpfen. Die sind mir mit der Windmagie ein bisschen zu suspekt. Na komm, Demon Fist. Demon Fist. So, und... Ah, verdammt. So. Jetzt verbrühe ich dich mit der Dämonenfaust. Oh mein Gott, ey, ist das geil. Das läuft super, finde ich. Hoppa, hoppa, hoppa. Wir müssen schnell die Kämpfe gewinnen hier. Ich will ja meine Zuschauer nicht langweilen. Oh schon. So. Dass wir alle auf einen konzentrieren, ist eigentlich nicht so gut, wenn die Windmagie hier einsetzen. Und Endsturm. So muss das gehen. Immer schön ins nächste Segment rein. So, dann kümmern wir uns noch um den da. Also ich müsste doch mittlerweile genug Materialien haben, um ordentlich was zu reißen. So, erstmal... Wow, gut aufgewehrt hier. Schön. Und Schwalmtanz. Und Cerberus-Schlag. So. So muss das gehen. Dann gehen wir mal hier rein. Och, speichern. Warum denn nicht? Dann speichern wir mal kurz. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob irgendetwas am Spiel schief gehen kann. Und dann sollte man auch speichern. Mhm. Ganz, ganz wichtig. So. Alla die Seehafen. Und dann gehen wir doch mal unsere Quest ab. Auch wenn wir so schon sehr viel verdient haben. Ich bin mal gespannt, wie viel die uns jetzt gibt. Those monsters won't be tinkling in your water supply anymore. Wonderful. Thank you for your help. And that's how it's done. More where that came from too. Lots of people with problems out there. And gall to make them go away. You're a real pro at this, Alvin. Hey! No fever. How are you feeling? I don't seem to have any strength.
Have you been eating properly? I've never eaten. Ever? Through Sylph, I drew life from the air. With Undine's power, I receive sustenance from the water. What's she talking about? I guess the spirits gave her all the energy she needed. Well, now you're gonna have to nourish yourself the old-fashioned way. I see. So this is what you call hunger. Fascinating. So, should we rest at the inn? Now that you mention it, I could use some grub myself. Ernsthaft? Die verhungert uns doch einfach so, oh Gott. Plötzlich stirbt uns so ein Kamerad weg, weil er nicht wusste, dass es Hunger gibt. Das Auto-Objektsystem wurde freigeschaltet. Figuren, die auf automatisch gestellt sind, verwenden beim Kämpfen Objekte. Dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, die im Strategiemenü eingestellt werden können. Mit den richtigen Einstellungen kannst du dir einen großen Kampfvorteil sichern. Manche Objekte wurden vorab für dich eingestellt. Probiere sie aus, um dich mit dem System vertraut zu machen. 2000 Gold! Oh, das ist nicht schlecht! Das ist nicht schlecht! Wären das nur ein paar hundert, hätte ich gesagt, pff, draußen finde ich mehr da. Okay. Dann möchte ich mal ein bisschen erweitern. Bestiendung wird gesucht. Okay. Dann davon habe ich 5 Stück. Hätte fast auch ein Level abgegeben. Hier braucht jemand Blätter. Davon habe ich jede Menge. Faules Eisen. Wow, Stahlhandschuhe. Geil. Oh, und hierdurch kann ich besonders gut aufleveln. Och, du Scheiße. Krass. Krass. Das ist nicht schlecht. Okay. Darunter haben jetzt natürlich andere Läden gelitten. Das hätte ich vielleicht drauf achten können. Habe ich aber nicht. Wenigstens kriegen wir hier noch ein Level up. Wow, hier gibt es auch plötzlich jede Menge Essen. Cool. So, Waffen. Ich brauche die richtig geilen Waffen hier. Wie viel Geld habe ich denn? Ach, ordentlich was. Und dadurch kann ich auch meinen Angriff ordentlich hochpushen. Nehme ich. Dadurch wird Angriff auch hochgepusht. Nehme ich. Königliche Klinge. Angriff hochgepusht. Nehme ich. Und Waffenladen ist nochmal aufgestiegen. Geil. Geilomatico. Ja, die sind ja jetzt, kommen noch. Wow. Was das Zweifachschneide? Die sieht ja geil aus. Ein Schwert aus zweierlei Schichten Metall, das sowohl Langlebigkeit als auch Schärfe bietet. Cool. Verkaufen unsere alten Waffen. Die brauchen wir nicht. Okay, dadurch haben wir wieder ein bisschen Geld. Wie sieht es mit Rüstung aus? Da haben wir ja jetzt nichts Neues kaufen können, soweit ich weiß. Eben. Okay, aber ich würde mal sagen, wir gehen auch in ein Gasthaus. Uns ausruhen. Ja, das sollten wir tun. Bisschen Bestiendung erhalten. Was ist das? Geheimdienstauftrag. That was quite a sigh. So seriously, you guys are spying for Azul, right? What? Of course not. I've never heard of the Military Powers Act being used against anyone other than Azul spies. You're thinking too much into this. Why are you so concerned about this? Unless you're spying for Azul. No, no. I was just thinking that if you were spying for Azul, maybe you could use your connections to score me some high-paying intelligence work. Sorry to disappoint you. But I assure you, I will pay your fee. You just have to wait a little bit longer. Fair enough. But even with your special friend discount, the interest is piling up. Zinsen? Du bist ein Arsch! Halsabschneider! Verräter! Mongo! Der kann mir doch nicht Zinsen aufhalsen! Das finde ich nicht in Ordnung. Manno, da will die mir ernsthaft Zinsen aufdrücken. Gibt's doch nicht. Na gut, dann machen wir hier Schluss und sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann.